Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Assassin's Creed 2. Wir haben in der letzten Folge mehr oder weniger das Intro durchgemacht und stehen jetzt vor dem Animus 2.0 und wollten dort einsteigen. Das werden wir jetzt auch direkt tun. Mal gucken, was uns so erwartet. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Okay, es sitzt sich bequemer in dem Animus, aber die Verbindungen herzustellen damit irgendwie nicht. Okay. Kommt Uplay mit irgendeinem Overlay. Republik Florenz, 1476. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Okay. Hätte ich da irgendwas drücken sollen? Man weiß es nicht. Vieri de Pazzis Männer bekämpfen. Ist klar. Dann werden wir uns mal um die hier kümmern. So, Moment, wir können jetzt eingreifen. Wie gesagt, ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Das ist jetzt dann doch schon zumindest lange genug her. Mit dem Seitschritt können wir wunderbar ausweichen, sehe ich gerade. Wenn ich das denn richtig time. Okay, der ist weg. Der ist weg. So. 1, 2, 3, der nächsten. Na komm schon. Nein. So. Hey! Hinter dir! Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Heißt das jetzt unendlich Gegner, bis ich irgendwann sterbe oder beziehungsweise K.O. gehe? Das wird nicht lange dauern, wenn ich hier den Schlägen nicht weiter mal ausweiche. Mann, Mann, au. Ja, hat nicht lange gedauert. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Okay. Wir können plündern. So. Ja, ich hatte in dieser Folge auch die Facecam wieder versprochen. Die kommt auch. Ich
Müsste sowieso gucken, ob das von der Größe her passt. Moment, während er plündert, mache ich die einmal an. So. Ja, das sieht eigentlich ganz okay aus für den Anfang. Sollte sie doch zu groß sein, kann man das immer noch ändern. Ich denke, eigentlich nicht. Kennt ja den Rahmen noch von dem vom ersten Teil. Den habe ich jetzt erstmal im größten Sinne so übernommen. So, wir müssen jetzt gucken, wen wir hier noch nicht geplündert haben. Wir brauchen noch... Da, jetzt. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Jungs sind Jungs, synchronisiert. Das ist quasi die erste Erinnerung, die wir jetzt synchronisiert haben. So, die nächste verfügbare Erinnerung wird immer auf ihrer Minikarte angezeigt. Das heißt, da müssen wir jetzt hin. Wollte aber jetzt mal gucken. Wir haben jetzt... Nein, falsche Taste. Eigentlich müssten wir in der Datenbank Einträge haben. So. Wir haben Einträge über uns selbst zum Beispiel. Und diese Sachen, das möchte ich so handhaben in diesem Let's Play. Assassin's Creed ist ja schon relativ viel oder sehr nah an wahren Gegebenheiten, vor allem der zweite Teil. Und deswegen möchte ich möglichst viele Sachen einfach vorlesen, die dieses Spiel schon von vornherein an Daten preisgibt. Eventuell ergänzt das eine oder andere dann noch, sodass auch, ja, dass wir einfach so ein, ja, den ganzen Hintergrund von der Geschichte auch noch ein bisschen besser verstehen. Für diejenigen, die das nicht interessiert, die können das ja dann immer irgendwie skippen. Ist ja dann auch kein Problem, aber für die anderen habe ich es dann halt eben drin. So, Ezio Auditore, Geburtsjahr 1459, Beruf Schüler und er ist ein Adeliger. Maria Auditore, eine der großen florentinischen Chronistinnen und Mutter von Ezio, beschreibt ihren Sohn in einem Tagebucheintrag aus dem Jahre 1474 als wetteifernd, starkköpfig und großmäulig, jedoch so leidenschaftlich, dass es unmöglich ist, ihm für irgendetwas die Schuld zu geben. Beschwerden bei der Stadtwache von mehreren adeligen Patriziern legen nahe, dass er dazu auch ein Frauenheld war. Ezios Privatlehrer war der großartige Bankier Giovanni Tornabuoni. Doch seine Schuleinträge enden, als Ezio im Alter von 17 Jahren mit einem schrecklichen Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Anhand der Aufzeichnungen ist es unmöglich festzustellen, um welches Verbrechen es sich handelte. Es steht nur wenig dazu geschrieben, doch danach verschwindet Ezio vollständig aus der Geschichte, so als hätte es ihn nie gegeben. Warum das so ist, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Federico Auditore. Geburtsjahr 1456, Beruf Schüler und auch Adeliger. Federico ist Ezios älterer Bruder und der älteste Auditore. Im Alter von 19 Jahren trat er als Angestellter in den Dienst der Medici-Bank. Den Protokollen der Bank zufolge hat er allerdings lieber Unfug gemacht, statt ordentlich zu arbeiten. Ein Eintrag beschreibt das im Detail. Am 17. September 1475 verschwand ein Beutel voll Goldflorin. Nachdem Panik in der Bank um sich gegriffen hatte, ging der ältere Auditore zu Francesco Sassetti und teilte ihm mit einem Lächeln mit, dass der Beutel auf dem Dach versteckt lag. Wenn er nicht der Sohn von Giovanni Auditore wäre, würde ich mit Lorenzo de' Medici sprechen, um ihn ins Lager stecken. Es ist keine Überraschung, dass Federico kurz nach seinem 20. Geburtstag von der Gehaltsliste der Bank gestrichen wurde. So... Die anderen Sachen lesen wir auch noch bei Zeiten. Wir haben jetzt erstmal die Menschen gelesen. Die Orte werden wir noch... Die Wahrheit, Benutzerhandbuch, ja, werden wir alles noch sehen. Wir machen hier erstmal weiter. Und zwar sprechen wir mit unserem Bruder. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. So, und der andere erst. Federico zum Doktor folgen. So. Jetzt kommen schon die ersten Assassin's Creed-typischen Plättereinlagen. Upsa. Santa Trinita. Ihn nochmal in den Rücken getreten. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti!
Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Katze. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. So. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Okay. Geschwisterrivalität. Ein Rennen gegen Federico gewinnen. Dann auf drei. Uno, due, tre. So. Der Kleine muss noch so viel lernen. Ist das so? Werden wir sehen, wer zuerst da oben ankommt, oder? Komm, du Schildkröte. Ich habe ja noch ein bisschen Übung wenigstens aus dem ersten Teil. So. Tja, Federico, da warst du wohl lang, komm zu langsam. Jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Ich glaube, da kommen noch ein paar Sequenzen. Ich lasse die Facecam jetzt erstmal kurzzeitig aus. Wird noch lang genug an sein in anderen Folgen. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Nachttrunk. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Mit Freuden, mit Freuden. So. Wir können natürlich auch in diesem Spiel wieder Aussichtspunkte synchronisieren. So. Und wir haben natürlich unseren Todessprung nicht verlernt. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Zeige sozialer Status. Die Symbole für den sozialen Status kennzeichnen die Gefahrenstufe und die Position der Feinde. Sie können sich in einem Heuballen, in einem Brunnen oder in Dachhütten verstecken. Ja, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. So, das heißt, wir können jetzt hier raus. So, Checkpoint erreicht. Zielmarkierung scheint da hinten zu sein. Dann begeben wir uns mal dorthin. So, Casa di Vespucci. Wir schauen erst nochmal schnell hier rein. Mal zu den Ärzten. Ah, jetzt sehen wir schon, dass wir nämlich von unserem Team außerhalb des Animus nämlich auch noch so Informationen da reingeschickt bekommen. Von Rebecca zum Beispiel. Dieser Arzt sollte in der Lage sein, dich zu heilen, wenn du ihn bezahlst. Anatomische Studien des menschlichen Körpers und die Druckerpressen hatten einen großen Einfluss auf die Medizin der Renaissance, die wiederum während des Mittelalters, langsam sprechen, dann kriegt man das Wort auch hin, von der arabischen Medizin beeinflusst wurde. Im 15. Jahrhundert hatte die Wissenschaft bereits damit begonnen, im Gesundheitswesen den Einfluss der Spiritualität abzulösen. Trotzdem hielten viele Menschen weiterhin trotzig an alten Traditionen fest und suchten lieber lokale Mystiker als Ärzte auf. Nachdem die Pest Europa im Jahre 1348 heimgesucht hatte, kleideten sich viele Ärzte, um Patienten zu behandeln, in einen besonderen Pestanzug. Um eine Ansteckung zu vermeiden, trugen sie einen gewachsenen Umhang und eine primitive schnabelförmige Gasmaske. So, damit ihr auch wisst, warum die so aussehen, wie die aussehen. Nochmal über
Firenze bzw. Florenze mal lesen. Florentina, wie die Stadt von den Römern genannt wurde, wurde im Jahr 59 vor Christus von Julius Caesar gegründet und wuchs schnell zu einem Handelszentrum heran. Nach der Plünderung Roms im 5. Jahrhundert übernahmen die Ostgoten. Unter ihrer Herrschaft wurde die Stadt permanent von Byzantinern angegriffen und die Einwohnerzahl sank auf unter 1000. Im 6. Jahrhundert kamen dann die Lombarden an die Macht und setzten den byzantinischen Übergriffen ein Ende. Florenz wuchs dann im 14. Jahrhundert auf 80.000 Einwohner an. 25.000 davon arbeiteten in der Wollindustrie. Im Jahre 1378 führte eine große Rebellion der unteren Klassen zum Aufstand der Wollkämmer, die dann auch die Herrschaft über die Stadt übernahmen. Ihre radikale und progressive Demokratie hielt immerhin 2 Monate, bevor die oberen Klassen die Macht zurückeroberten. Aber die Rebellion hatte die Reichen derart verängstigt, dass noch 100 Jahre später nur mit gesenkter Stimme darüber gesprochen wurde. Fast wie bei der Hippie-Bewegung der 60er. Die Albizzi-Familie kam nach der Rebellion de facto an die Macht. Besorgt über den Aufstieg der Medici, die als neureiche Bankerfamilie rapide an Einfluss in Florenz gewannen, ließen Maso und Rinaldi Albizzi Cosimo de' Medici festnehmen und schickten ihn 1433 ins Exil. Aber Cosimo verlangte Einfluss hinter den Kulissen und stieg 1434 selbst zum Herrscher auf, wonach er die gesamte Albizzi-Familie ins Exil schickte, außer Luca, der Cosimo gegenüber loyal geblieben war. Luca Albizzi trat der Signoria als Gonfalonieri bei und löste dabei Cosimos alten Freund Ilario Auditore im Jahre 1442 ab. Unter den Medici, die große öffentliche Gebäude in der Stadt errichten ließen und die solch helle Köpfe wie Michelangelo, Leonardo und Botticelli förderten, konnte Florenz zum Zentrum der Renaissance werden. So, dann sind wir jetzt gerade hier bei der Casa di Vespucci. 1350 von einem entfernten Urgroßonkel des berühmten Amerigo Vespucci erbaut, ist an der relativ unaufdringlichen Residenz der Vespucci vor allem die erste bemalte Fassade von Florenz bemerkenswert. Ein Stil, der später im Oltrano bis zum Abwinken angewandt wurde. So. Wie gesagt, immer so kleine Wissensteile mit eingebaut. Finde ich immer ganz gut. Wissen kann man nie genug haben und vielleicht Christina. Kann man das eine oder andere Mal gebrauchen. Wer ist da? Ich. Ezio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Ja, kleines Eigentor geschossen. Aber wir klettern natürlich hoch. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Doch Christina. Länger als eine Minute gedauert. Christina, wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Figlio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere, bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach bitte, das ist nicht nötig. Wache, wache, bringt mir seinen Kopf. Ergreift ihn. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Okay, den Wachen entkommen. Ja, unser Besuch ist ein wenig schief gelaufen, würde ich sagen. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Gucken, ob die klettern können. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ja, ich die bin Dinge... quasi unschuldig. So, das dürften die eigentlich nicht sehen, oder? Du kannst also genauso gut aufgeben. Nicht in dieser Gruppe. Ruht euch hier nicht aus, Messere. Sie sehen euch. Genau wie hier. Nessuno. Scheiße, er ist weg. No. So, Rennen freigeschaltet. Rennen sind jetzt verfügbar. Okay. So, wir sind auf jeden Fall entkommen. Nachttrunk. Synchronisiert. Mal hier hoch. Ab jetzt können Ärzte Wunden heilen. Ich glaube, die konnten das auch schon vorher, nur nicht für uns. So. Palazzo Auditore.
Auch das werden wir uns noch kurz anschauen. Kann ich nicht eigentlich direkt darauf zugreifen? Naja, egal. Ah ne, wir haben hier vorher noch Christina Vespucci. Geburtsjahr 1459, Schülerin, Adelige. Christina Vespucci war eine stadtbekannte florentinische Schönheit und ein Lieblingsmotiv der Maler, allen voran Botticelli, der sie in vielen seiner Bilder malte. Aufzeichnungen der Wachen ihres Vaters deuten an, dass Ezio sie häufig besuchte und dass er unwahrscheinlich geschickt gewesen sein muss, da sie ihn nie schnappen konnten. Außerdem war sie wohl verantwortlich für die Beschleunigung der Karriere ihres Cousins, dem Namensvetter eines recht berühmten Kontinents. Bei einer Dinnerparty, die unter anderem von Christina und auch Lorenzo de' Medici besucht wurde, soll sie ein Gespräch mit diesem und Manfredo Soderini über das Segelkönnen ihres Cousins geführt haben. Anscheinend übertrieb sie leicht und Lorenzo, der von ihrer Schönheit betört war, erklärte sich dann auch bereit, ihren Cousin anzustellen. Besucht es mit Amerigo. Ich wette, dass ihr eure Schifffahrtslinie in ein paar Jahren nach ihm benennen werdet. Wohl die größte Untertreibung des Jahrhunderts. So, Palazzo Auditore. Der Palazzo Auditore wurde 1473 fertiggestellt und besticht durch seine rustikalen Steinmetzarbeiten und römischen Wandpfeiler. Giovanni Auditore entwarf den Palazzo basierend auf Zeichnungen von Leone Battista Alberti selbst. Nach seiner Erbauung wurde der Palazzo zu einem Fixpunkt im Bezirk Maria Novella. Lorenzo de' Medici erwähnte ihn einst in einem Brief aus dem Jahre 1474 an Giovanni. Hier erwähnte er seine Bewunderung für die Unaufdringlichkeit der Fassade. Warum blinkt das? Gibt's hier was Neues? Nee. Hat nur so geblinkt. Okay. Gut. Dann haben wir auch das. Das heißt, wir werden uns in Richtung des Palazzos Auditore begeben, was mehr oder weniger unser eigenes Haus sein sollte. Zumindest dem Namen nach. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe... Moment. So. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen doch nach oben da und schaltet dann auch wieder ein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, so langsam geht es dann auch richtig los mit der Geschichte. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.